Ja, hallo und willkommen zurück. So langsam kommt hier wieder Leben rein. Und ich werde jetzt erstmal was abreißen. Denn mir ist eins aufgefallen beim Durchlesen. Je größer der Unterschied, desto mehr Energie kann gespeichert werden. Das ist hier total ineffizient. Also habe ich mir was überlegt. Wir werden das hier drauf bauen. Und wir werden gleichzeitig mal gucken, wie hoch wir das bauen können. Jetzt ziehen wir das erstmal hier hin. Also, hier wird eine Reihe drauf gebaut und hier. Also müssen wir noch zwei reinbauen. So, das ist unsere Nullreihe. Wir werden das jetzt mal so machen. Okay. Also, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir brauchen aber 8, weil die sind ja, ich glaube, zwei. Genau, zwei breit. Können wir 4 pro Reihe machen. Also 9. Wir müssen ja eine Reihe sehen, dass wir in einer Reihe hochkommen. Und in einer Reihe. Also wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut. Hier bekommt die Technik hoch. Gut, 2, 4, 6, 8. Noch ein noch. So, und hier wird der Weg gebaut. Zack, hier in der Mitte. Das wird nämlich jetzt so laufen. Weg. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt richtig gezählt. So. Nee, warte. Der Anfang muss erstmal gemacht werden. Du kommst weg. Ja, weil hier kommt die Treppe hin. Hier drin kommt der Gehweg. Ich hoffe, das klappt alles so, wie ich mir das vorstelle. Wird zwar sehr ressourcenintensiv. Aber Holz haben wir ja erstmal. So, hoch. Gut. Wie hoch können wir denn bauen? Was gibt die Karte vor? Probieren es einfach aus. Gut. Oh, zack, 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 zack. Genau. Dahin. Jetzt den Weg. Der Weg sagt hierhin. Und nächste Etage. Zweier. Ich
hoffe, dass... Ich hoffe, mein Plan geht soweit auf. Mal, wie weit wir den Bezirk strecken können. Aber mehr Energiespeicher, das ist natürlich mehr Energiespeicher, ne? Zack. Solange wir nach oben kommen. Ich denke mal, jede... Die zweite Etage... Hier den Weg reinsetzen. Dürfte eigentlich ausreichen, um das hochzubauen. Das wird soweit passen. So ein Fahrstuhl wäre mega, ne? Ja, hier passt es doch auch. Gut. Ah. Hahaha. Stimmt, mein Fehler. Ja, es geht auf. Ich hoffe, ich kann den Pfad soweit strecken. Wir müssen jetzt noch eine Etage draufsetzen und dann geht das wieder auf. Dann hätten wir einen schönen... Weg nach oben. Ich denke mal, mein Gedankengang wird funktionieren. Hängt jetzt alles nur davon ab, wie weit wir... den Bezirk strecken können. Weg. Wir probieren es aus. Wir müssen anfangen, mächtige Gebäude zu bauen. So. Dafür sind ja Biber bekannt. Einfach mächtige Gebäude bauen. Zwei. Eins. Von der Theorie her möchten die eigentlich nie wieder hier hoch, ne? Ne, ich brauche ja einer. Repetitives Bauen. Treppe. Ja, so kann man die Zeit auch ein bisschen überbrücken, ne? Ah. Wenn man so ein bisschen die laufen lässt, kommt man ein bisschen auf dumme Gedanken, aber genau darum geht's doch. Ein bisschen ausloten, was das Spiel kann.
weiß vor allem, wann es zusammenbricht. Mal. Wahrscheinlich hier oben irgendwo sind wir denn Ende. Oh, mich interessiert echt, ob... nee. Weg. Ja, diese Plattform weg. Da haben wir ein schönes Treppenhaus. Ich muss aber nachher, wenn wir... Deswegen habe ich das 3 breit gebaut. Wenn wir nachher am Ende sind, die oberste, müssen wir in der Mitte hoch. Ja, an den Seiten jeweils. Sieht so geil aus, ne? In der Theorie sollte das klappen. Weil wir das so hoch bauen werden, wie der Bezirk es zulässt. Aber ich glaube, der Bezirk wird das ewig zulassen, weil wir noch innerhalb des Bezirkes sind. Sieht so witzig nachher aus. Mitten in der Welt prangt so ein Ding. Ich hab doch Rohstoffe. Ja, ein bisschen Platz haben wir noch. Sollen wir uns nicht mal so anstellen, ne? Lot mal aus, wie hoch wir bauen können. Das Spiel irgendwann hier oben ist Ende. Da ist Ende. Okay. Nehmen wir wieder weg. Wir gucken mal. Die brauchen noch eine Weile, ehe die hier oben uns erreicht haben. Zack. So, 2, 2, 1. Und wow. So, nächste Etage. Wenn nur die Grenzen des Machbaren ausloten. Ja, mal gucken, wann das Spiel zusammenbricht. Dann werden wir vorsorglich mal nur die Etage hochsetzen und gucken, ob wir auch hier oben einen Energiespeicher bauen können. Wachsen, Altersschwäche. Altersschwäche ist immer okay. Bevor wir die Etage komplett zu Ende bauen, das können wir eigentlich gleich mal testen. So, hier können wir als letztes bauen. Energiespeicher. Nee. Kann nicht in dieser Höhe gebaut werden. Taschen. In welcher Höhe können wir es bauen? Hier, das ist die Maximalhöhe. Okay, das verstehe ich. So. Gut, das ist also diese Maximalhöhe, von der alle reden. So, wir müssen noch einen runter. Okay. So.
So, das ist also die Maximalhöhe. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal umbauen. Von der immer alle reden. Okay. Dann müssen wir in der Mitte hoch. Deswegen baue ich diese einzelnen Stufen. Zack. So, wo sind wir? Wir kommen hier hin. Das, oh. Ich würde jetzt eiskalt schon sagen. Jetzt wird es unübersichtlich. Wir müssen... Wir müssen hier einmal hoch. Ach ja. Gut. Gut. Und dann bauen wir den Krempel hier. Was testen. Wollte ich unten eigentlich schon testen. Das wollte ich unten testen. Kann ich? Nee, die kann ich hier nicht ranbauen. Okay. Bin ich mal gespannt, ey. Wann das Gebäude mal fertig wird. So, noch Energiespeicher. So. Nee, ich brauch dich. Gut. Der Wahnsinn treibt mich voran. So wie sich das gehört. Ja. Moment. Mal 10. Dann geht das vielleicht auch noch ein bisschen voran. Dann reißen wir nämlich die hier oben ab, wenn die soweit sind. Der sollte an sich alles übertragen. Also.
Naja, wir haben doch Holz jetzt. Jetzt haben wir Holz. Geht doch, passt. Ich liebe sowas. Beim besten Willen, ich liebe sowas einfach. Keine Arbeit in diesem Bezirk. Ich bin mal gespannt, was die an Strom machen können. Ob wir eine Maximalgrenze erreichen? Ich finde es einfach nur geil. Oh, dann können wir uns bald die Dinger holen, die dicken. Bei 2000 ist nicht viel. Aber wenn das 10.000 oder 20.000 pro Ding sind, ne? Guck mal. 1000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ja, 20.000 pro. Finde ich gut, finde ich sehr, sehr gut. Der Größenwahnsinn schlägt wieder zu. Nahrung haben wir. Der Größenwahn schlägt wieder zu. Und Zahnräder. Haben wir noch Zahnräder? Ja, 220. Müsste eh permanent leer sein. Kommen wir da irgendwie hoch? Ja. Weißt du was? Wir reißen jetzt mal ab. Wir müssen eh neu bauen. Das hat jetzt auch erstmal nicht so den Wert. Gut, dann können wir die Fläche nämlich hier oben für was anderes nutzen. Energieketten lassen wir liegen. Das, was wir testen können. Wir bauen das mal zu Ende. Das Speicherkraftwerk, das... Müsste etliches an Metall liegen noch, ne? Zahnräder, alles weg. Das muss alles erstmal fertig werden hier. Ja, so vermehren sich natürlich ein bisschen schneller. Oh, es ist... Ich mag dieses Gewusel. Schön ist, man kann es ja im Prinzip her beliebig erweitern, aber ich glaube, so stabil. Wenn wir jetzt das hier sehen. Jetzt Brücke oder Fundament. Ja, du wirst das sehen. Muss irgendwo drauf gebaut werden. Dann müsste man das eigentlich nur noch weiter nach außen ziehen. Ja, zack, 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 zack. Könnte man das ja endlos ausbauen. Hängt nicht im Weg.
die können gar nicht genug Leute, genug Zeug ranschleppen. Dieses Bauwerk gerade verschlingt. Ja, könnt ihr das mal zu Ende bauen? Das sichert uns erstmal die Energie. Plündern die das jetzt schon? Ja, noch nicht. Okay, das können wir jetzt erstmal abruppen. So, jetzt füllen wir erstmal hier Wasser rein. Zack. Weg. Dann passiert das morgen. Das ist so faszinierend. Ah, es würde so eine Stunde dauern, wenn das hochgezogen ist, ne? In der Zwischenzeit überlegen wir uns erstmal, wie viel Platz so ein großes Windrad braucht. Denn ich muss diese Ecke hier unbedingt umbauen. Oder ich will es vielmehr umbauen. Anräder. Ich kann mal kurz gucken. Theoretisch, zack. Müsste man das ja eigentlich nur so machen. Das jetzt endlich fertig bauen. Das liegt jetzt so ein bisschen in den Energiehaushalt. Ernsthaft auch überlegen, ob ich jetzt nicht einfach noch sage. Bauarbeiterhütte. Jetzt nehmen wir die erstmal hoch. Ja, braucht nur noch Material angeschleppt werden, ne? Sollte in der Theorie ja funktionieren. Perfekt. In der Theorie ist alles möglich. Gut, haben wir noch einen Schlepperposten? Das Ding ist ja wieder grandios. Ah, nicht geil. Müsste Baulwasser steht bis vor. Okay. Dass man denn diese Bäume nicht mehr abholzen kann, ne? Guter Arbeitslager. Guck mal, wir können doch eigentlich hier einen Schlepperposten hängen, oder? Oh, hier sind die auch noch dran, das ist gut. Okay. Mehr Wasser.
müssen jetzt erstmal gucken, dass wir irgendwie... Nee, wird weg. Wir bauen das trotzdem hier hin. Weg. So, zack. Dann brauchen wir hier nur noch das. Einmal Energiekette nach oben verfolgen. Zack, einmal rüber. Ne, einmal nach oben. Und einmal wieder einspeisen. Ja, da können wir ja auch noch wieder sagen, wir brauchen dich. Nee, dich brauchen wir jetzt nicht abreißen. Einfach. Zack. Aha. Jetzt geht's auch wieder richtig schnell. Jetzt geht's auf jeden Fall schneller. Mehr Bauarbeiter, mehr Schlepper. Jetzt müsste ich, glaube ich, schon. So kann er fließen, so kann er fließen, so kann er fließen. Jetzt müsste man die, glaube ich, so stellen. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Stellen wir nochmal, wenn wir zwei nebeneinander stellen. So. Ne, wir müssen das auf den Bock stellen. Zack. Wie gehabt, einfach auf den Bock stellen. Einmal nach oben und einmal abbauen. Die beiden sind ja miteinander verbunden. Gut. So, wegreisen. Um Stillstand ist der Tod für die für diese Gemeinschaft. Siehst du, es geht voran. Noch 300 Stockwerke. Da sind. Das möchte ich auch gerne mal ausprobieren. Es wird geflutet. Geil. Es wird mir wieder mehr eingespeist. Energieversorgung. Sehr gut. Fällt die Bäume. Noch sind sie nicht kaputt. Aber ich mag das echt, wie sauber das so läuft. Ja, es dauert eine Weile, dass es voll ist. Irgendwann werde ich Pumpenstationen bauen.
Warum? Das ist nur ein Schritt, um das hier wieder... das hier umzubauen. Ja, sehr geil. Ja, 3 Tage noch. Aber dann kann das Ding erstmal wachsen. Den Schutt hier weg. Haben wir volle Lager? Immer alles importieren, exportieren. Machen wir später, wenn wir hier wieder 16 Leute hier nichts zu tun haben. Dort 10 Wochen, das Ding voll ist oben. Naja, gucken wir mal. Wasser sinkt so ein bisschen. Ist okay. Nahrung haben wir. Stagniert. Sollte eigentlich gleich richtig runtergehen. Noch erstmal überlegen. Die könnte man ja theoretisch hier auch entfernen. Richtig? Richtig. So. Hier könnte man Flüssigkeitsableiter. Okay, wir müssten da was bauen. Oder wir bauen noch da. Was ich wiederum ein bisschen mehr feiern würde. Oder? Aber Bedarf ist das... Platz ist der gleiche. Okay, wir machen das anders. Wir machen das so. Zack. Wir bauen jetzt hier noch mehr Stelzen. Dann bauen wir die in einer Höhe. 6, oder? Und hier vorne. Dann können wir es ein bisschen anders bauen. Ein bisschen verträglicher. Gut Weg. Den hier Weg auch noch weg. Bauen den Weg so hin. Denn Räumen. Es geht jetzt um die nächsten Optimierungen. Das ist das Schöne, das Spiel bleibt ja nicht stehen. Stahl. Hey. Gut. Das Spiel bleibt nicht stehen, du bist ja im ständigen Wandel. Hier haben wir jetzt Papier. Oh. Das ist so geil in diesem Spiel. Du musst immer nur umbauen, am Bauen. Oh, siehst du, ich wollte ja die große haben. Naja, bin ich mal allzu weit davon entfernt. Systemleistung. So, bremsen sie sich so ein bisschen aus? Ja, die hier vorne bremsen sich so ein bisschen aus.
Die stehen nicht optimal. Ja, reiß mal wieder ab. Stimmt, der Platz dann. Gut. Dann müssen wir es anders bauen. Dann müssen wir das anders bauen. Ja, das müssen wir halt mit ein bisschen berücksichtigen, ne? Gucken wir mal. Bauen wir erstmal das zu Ende. Gut, ich würde sagen, diese Folge ist auch schon vorbei und wir sehen uns in der nächsten. Bis dahin. Ciao.